Was geht? Ihr seht es mir vielleicht an, ich habe nicht allzu viel gepennt. Ich bin noch übertrieben müde, weil ich mir gestern sehr viele Gedanken gemacht habe und auch viele Gedanken gemacht habe, ob so ein Video jetzt überhaupt hilfreich ist, sinnvoll oder so. Aber ich habe noch zwei, drei Dinge, glaube ich, auszusprechen, die ich irgendwie nicht in den Tweet verfassen kann und dachte mir, ich fasse das jetzt hier mal ganz schnell zusammen. Generell erstmal zu gestern Abend, holy shit, was ging da bitte ab? Die Sache ist viel zu groß gemacht worden für eine kleine Auseinandersetzung, die eigentlich auf irgendeiner Partymeile passiert ist. Das wäre zwischen zwei Besuchern auf irgendeiner Strandmeile halt komplett untergegangen. Ist es halt nicht, weil wir halt alle in der Öffentlichkeit stehen. Zuerst möchte ich mich erstmal, glaube ich, für einige Tweets von gestern Abend entschuldigen, die ein bisschen Monte und Stay angefeindet haben, von wegen dieses Klickgeilheit und so weiter und so fort. Ich glaube, den beiden ging es da tatsächlich primär gar nicht rum, sondern einfach die Klarheit zu bringen und das Ganze irgendwie zu klären. Und ich bin den beiden sehr dankbar, dass sie sich da als Mediator so zwischengeschaltet haben. Habe auch eben mit Monte noch auf WhatsApp ein bisschen hin und her Sprachmemos ausgetauscht und das ist auf jeden Fall alles soweit fein und no bad blood. Das auf jeden Fall an der Stelle schon mal zuerst. Zuerst, Abdel ist ein Mensch, den ich wirklich extrem gern habe so und ich glaube, dass das Wort Kanakengehabe bei ihm einfach anders reingetriggert hat und er dann wirklich ein bisschen sehr aggressiv geworden ist. Ich habe mich tatsächlich zu sehr auf seine Seite gestellt, was irgendwo nachvollziehbar ist, weil er halt jemand ist, den ich sehr gut kenne. Auf der anderen Seite hätte ich eigentlich bei dem sachlichen Tweet bleiben sollen und meiner sachlichen Storyline, die ich da gestern auch gesagt habe und dann nicht im Nachgang nochmal nachtreten sollen. Das war totaler Bullshit. Ich habe Tanzverbot da ein bisschen zu sehr als Provokateur gesehen, was totaler Schwachsinn war. Ich finde es sehr, sehr krass von Tanzi, dass er offen und ehrlich Abdel seine Meinung gesagt hat und möchte hier, wie gesagt, nicht sagen, dass Tanzi in irgendeiner Art und Weise hier bewusst diesen Beef heraufbeschworen hat oder sowas, weil ihr merkt ja selber, außer ein paar leeren Zahlen und einer Menge, Menge Hate bringt das Ganze irgendwie niemandem so wirklich was. Generell hätte ich, glaube ich, ein bisschen weniger emotional sein sollen und einfach viel, viel sachlicher bleiben müssen und mich ganz unparteiisch in die Mitte stellen müssen. Ich habe mich gestern ein bisschen zu sehr auf Abdels Seite gestellt, einfach weil ich zu Abdel eine ganz andere Bindung habe zu Tanzi, wofür ich mich hier nochmal nachträglich echt entschuldigen möchte. Meine Intention war es ja generell, die beiden auch mit dieser Gratulation von Abdel an Tanzverbot an einen Tisch zu bringen. Das hat leider dann nicht so gut geklappt und Tanzis Verhalten kann ich da, wie gesagt, auch echt nachvollziehen. Er hat einfach gesagt, Bro, ich kann mit dir in deinem Content nichts angefangen und die beiden haben sich einfach hochgeschaukelt. Im Endeffekt ist es einfach so, es sind zwei Hitköpfe aneinander geraten und die haben leider aneinander vorbeigeredet statt miteinander und die Sache ist einer viel zu großen Debatte gemacht worden. Ich möchte dir nochmal ganz, ganz klar sagen, diese Rassismusdebatte, die da gestern aufgemacht worden ist, ist kompletter Bullshit. Tanzi, das habe ich auch gestern im Stream gesagt, ist natürlich kein Nazi und ich kann auch echt komplett fühlen und verstehen, in welchem Kontext er dieses Wort benutzen wollte, beziehungsweise was er damit in dem Moment ausdrücken wollte. Ja, all in all finde ich es cool, dass Tanzi und Ungesicht gestern nochmal ausgesprochen haben. Schaut dann an der Stelle nochmal an Monster und Stay, die das Ganze echt versucht haben, relativ gut zu klären und es auch echt hinbekommen haben. Big Soul, wie gesagt, für die Unterstellung von wegen, ihr zeckt euch hier alle rein und sowas. Ich kann es verstehen, es braucht halt irgendeine unabhängige Partei und das war ganz gut, dass Monster und Stay da zur Seite uns standen und das irgendwie geklärt haben. Ja, all in all, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass das Tanzverbot und Unge-Projekt hier weitergeht und die beiden trotzdem irgendwie jetzt ihren Weg gehen und Tanzi weiter durchziehen. Stay hat es, glaube ich, gestern ganz passend gesagt, wenn er jetzt zurückfährt, dann fällt er wieder in dieses Drecksloch und ich hatte das Gefühl, dass es ihm hier sehr gut geht. Ich habe mich auch, wie gesagt, am Tag vorher mit ihm unterhalten, war zusammen mit ihm im Gym und sowas und finde seine Entwicklung extrem geil und hoffe, dass das Ding jetzt hier wegen so einer Kleinigkeit, so einer Lappalie nicht auseinanderbricht. Vielleicht schaffen es Abdel und Tanzi noch an einen Tisch und klären das irgendwie persönlich und wenn kein Interesse der beiden Parteien besteht, dann ist das auch in Ordnung und dann ist die Sache für mich hiermit durch. Ich wollte mich, wie gesagt, nur nochmal ein Stück weit dafür entschuldigen, dass ich Tanzi dazu sehr als Provokateur gesehen habe, Monte so ein bisschen angegangen habe von wegen, ja, Klickgeilheit und du ziehst jetzt hier deinen Benefit raus und tatsächlich mich da etwas zu sehr parteiisch verhalten habe, obwohl ich die Sache ja vorher relativ oder komplett objektiv und neutral beleuchtet habe, hätte ich mich im Stream einfach anders verhalten sollen. An der Stelle so viel dazu. Ich hoffe mal, das hat so ein bisschen nochmal ganz kurze Aufklärung beigeholfen. Viele von euch werden dieses Video für unnötig empfinden. Ich finde das nicht so. Ich dachte, es wäre nochmal wichtig, hier seine abschließenden Worte dazu zu sagen. Ich hoffe, dass diese ganze Scheiße jetzt vorbei ist und wir jetzt die muttergefickte Sonne hier auf Madeira genießen können. Und ja, ich bin raus an der Stelle. Peace.